Hallo zusammen, Nils Break for You. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, hier nun der vorläufige Endstand der 011102. Ich hatte ja nochmal ein paar bedruckte Steine beim Steindrucker bestellt und ja, das hat sich wirklich ziemlich lange hingezogen. Die sind erst vor knapp anderthalb Wochen angekommen. Aber so ist es halt auch, wenn man ein bisschen Sonderwünsche hat. Harald Günther, der Steindrucker, hat mir hier vorne dankenswerterweise das Schild über zwei Slopes gedruckt. Ne? Solche Bestellungen sind ohne weiteres möglich, aber dauern halt dementsprechend. Hier vorne an der Front habe ich mir auch zwei 1x1 Roundtiles dann mit weißem Ring als Puffer quasi bedrucken lassen und habe hier, also die Eimer konnte ich nicht gut verbauen, dementsprechend habe ich jetzt einfach in Dark Blue zwei Minifigureheads genommen und das passt soweit eigentlich ganz gut. Ja, wenn wir hier auf die Kuppelstange gehen, die habe ich bei Bricks on Rails bestellt. Habe diese dann rot bemalt und dann noch ein bisschen geschliffen. Die kommt so ans Original ziemlich gut ran. So eine richtige eine Schubstange-Realisierung haut hier nicht wirklich hin. Ich habe es ein bisschen probiert, aber funktioniert einfach nicht so wirklich. Eine weitere Änderung, die ich noch gemacht habe, ist hier am Fahrerhaus. Da habe ich einen Trans-Clear 2/3-Slope rangemacht. Und so nach vorne wirkt das schon ein bisschen fenstermäßiger. Finde ich ganz gut umgesetzt. Ebenso habe ich hier oben auch nochmal die Lüftungspartie ein bisschen überarbeitet. Genauso musste ich auch hier hinten den überstehenden Teil des Führerhauses, muss ich noch ein bisschen einkürzen, muss ich noch ein bisschen bearbeiten. Genauso wie hier am Tender, wenn ihr das letzte Video angesehen habt, sah das noch ein bisschen anders aus. Einfach wegen der Kurvengängigkeit. Ich hatte das Problem, dass gerade in den 40er-Kurven dann hier hinten das Dach einfach am Tender hing und dann die Lok leicht entgleist ist. Ja, ebenso den Einstieg hier habe ich noch ein bisschen modifiziert und auch hier die Fliesen mit der Loknummer sind nochmal neu gekommen. Das war ja vorher eine 1x3 Fliese und ich habe es aber nochmal jetzt auf 1x2 drucken lassen. Ja, weil die Größe einfach realer ist. Das andere war einfach viel zu groß. Ja, hier am Tender, das Wappen von Bebra habe ich drauf gemacht. Es gibt ja noch so ein anderes großes goldenes Wappen. Das wollte ich jetzt aber nicht drauf haben. Die Lösung hier finde ich ganz gut, weil es halt auch ein bisschen dezenter ist. Ja. Ich habe dann zusätzlich noch hier innen drin ein bisschen Instrumente eingebaut, ein bisschen Kessel eingebaut, zeige ich euch gleich noch ein bisschen. Einfach, dass man auch so ein bisschen Bedienelemente hinten im Führerstand hat. Auch auf der Rückseite habe ich nochmal ein bisschen umgebaut und ein kleineres Lokschild angebracht. Hier hinten ist es auch so, dass ich die Konstruktion hier hinten der Verkleidung noch ein bisschen geändert habe. Das war hier ja alles mit Bricks verkleidet neben den Lampen und ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich hier ein bisschen Luft habe, weil es doch kommt auch doch ein bisschen deutlicher ans Original heran. Und soweit bin ich mit dem Stand jetzt auch wirklich zufrieden. So gefällt mir die Lok sehr, sehr gut. Ja, die Lok ist mit zwei Blue Bricks Batterieboxen und einem Eisenbahnmotor ausgestattet. Der hat hier unten auch von Bricks on Rails so ein paar Blind Driver, die in die Motorlöcher reinpassen. Und hier hinten habe ich zum ersten Mal die neuen Lego Eisenbahnräder, die im Prinzip ohne Metallachse kommen, sondern nur mit Radscheibe verbaut, weil es die einfach jetzt hier auch im Disney Train gab, es die in Rot, habe ich mir ein paar bestellt und so ist eigentlich die Achsfolge des Tenders, finde ich gut umgesetzt, sieht gut aus, fährt auch gut. Ja, hier oben haben wir dann auch die Beleuchtung. Wir haben sowohl im Tender hinten zwei rote Lampen als auch vorne die Scheinwerfer der Lok. Die leuchten auch weiß.
Hier könnt ihr jetzt auch mal ein bisschen so reinsehen in das Führerhaus, ne? Bisschen Hebel rangemacht, ein paar Teilchen, Feuerbox und so weiter. Und da gibt's so eine schöne alte Rundfliese, die, ja, im Prinzip sieht es aus wie ein rundes Teil mit einem Feuer drin. Und fand ich sehr, sehr passend. Genauso wie hier oben den Dampfregler und so weiter, Geschwindigkeitsanzeige. Und hier drüben natürlich für den Heizer auch noch ein bisschen die, ich glaube, der steuert die Ölzufuhr bei der 1102. Ja, sollte die Ölzufuhr sein. Die Stromversorgung an sich sind jetzt zwei Batterieboxen. Die habe ich hintereinander geschalten, so dass der Antriebsmotor nicht nur 7 Volt bekommt, sondern ein bisschen mehr, so dass wir so im 12 Volt Bereich sind. Die Lok läuft nicht ganz so geschmeidig wie die Baureihe 18 hier hinten. Das ist aber natürlich auch hier der Enge geschuldet und der Verkleidung. Wir haben hier oben an den Rädern, ja, man hat da einfach einen leichten Rieb, weil man nach außen nicht so viel Platz hat, eben durch die Verkleidung. Ja, ein weiteres Merkmal hier oben am Vorwärmer, da habe ich auch nochmal versucht, die Windleitbleche ein bisschen realistischer zu gestalten, genauso wie ich hier dann auch versucht habe, die Tropfenform, die Pfeilform hier hinzubekommen. Hat ein bisschen gedauert, aber so bin ich mit der Umsetzung wirklich ganz zufrieden. Der vordere Bereich hat auch im Bereich des Vorläufers noch so ja ein paar Updates mit Wedges gehabt, einfach um diese ja ansteigende rundliche Form ein bisschen hinzubekommen. Wie gesagt, wenn ihr das ganze Brickbuild macht, es ist nicht so leicht, wenn man kleinteilig arbeitet. Aber ich finde, der Gesamteindruck, der kommt so wirklich gut rüber. Man erkennt die Lok eigentlich sofort, hat da keine großen Schwierigkeiten. Die Lok an sich ist nicht so ultra kompliziert, ne? Sie ist einfach, also von ihrer Bauweise her, die Verkleidung, dass man die Form und so weiter und die Linienführung hinbekommt, das ist im Prinzip das Anspruchsvolle, aber ja, so jetzt von den Bautechniken her ist es jetzt wirklich keine große Sache. Ne? Wenn man die Teile hat und so weiter, kommt man da auch wirklich gut hin. Ja, des Weiteren, da ich ja sowieso dann hier noch ein paar Schilder für die 1102 bestellt habe beim Steindrucker, habe ich mir auch über die Schilder der Baureihe 18 nochmal Gedanken gemacht und habe dann auch hier ja, das Schild an der Fahrerkabine noch mal kleiner bestellt. Das war bei der Baureihe 18 auch eine 1x3 Fliese. Habe ich hier auch mit dem Deutsche Reichsbahn-Schildchen und der Loknummer ein bisschen kleiner gedruckt. Gefällt mir besser, sieht harmonischer aus. Definitiv. Ja, des Weiteren hatte ich hier am Umgang des Kessels, da hatte ich einfach diese 1x2 was sind das? Teil modified oder plate modified? Also diese kleinen Grillfliesen. Aber da gibt's jetzt auch von Lego eine wunderbar bedruckte Fliese. Die besteht, das ist so ein ja, Metallic Silver, Flat Silver Druck, die dann im Prinzip so ein Metallgitter darstellt. Habe ich jetzt ringsum verbaut. Gefällt mir deutlich besser, wirkt harmonischer. Ja, das auch noch hier als kleines Update von der Baureihe 18. Ihr seht sie jetzt auch noch ein bisschen fahren. Wie gesagt, die Lok, sie läuft nicht ganz so geschmeidig wie hier hinten die 18, aber ist alles im vertretbaren Rahmen und macht Spaß. Also im Wesentlichen ist sie jetzt über den 56er Radius ganz gut gefahren. Sie kommt auch durch die 40er Radiuskurven. Allerdings gibt es hier beim Wechsel an den 9 Volt Gleisen ja eine kleine Verhakung, und zwar hier vorne zwischen Vorläufer und dem ersten Kuppelrad. Hier findet irgendwann so ein kleiner Widerstand, so ein kleines Haken statt zwischen den beiden Flanken. Und dann ist mir passiert, als ich hier mit etwas Schwung hereingefahren bin, dass ja die Lok dann hier aus dem Gleis gesprungen ist. Ne? Da ist noch ein kleiner Widerstand wohl irgendwie zu beheben.
Der Widerstand ist da. Man sieht es auch, dass die beiden Räder des Eisenbahnmotors hier dann einfach ein bisschen durchdrehen und ja, keinen Grip mehr haben. Aber dementsprechend ansonsten fährt sie ganz souverän, macht ihre Runden und ja, die Kleinigkeiten kann man sicherlich noch ein bisschen optimieren. Ist jetzt natürlich auch nicht das Beste, die Lok einfach nur in den 40er Radien fahren zu lassen, weil wir ja doch eine gewisse Länge hier haben. Es sind zwar nicht die größten Räder und alles, aber ja, dementsprechend noch keine hundertprozentige Empfehlung für den 40er Radius. Muss ich mal schauen, ob ich hier noch ja eine halbe Noppe nach vorne gehe mit dem Vorläufer oder ja, wie ich das dann löse. Ja, die drei Reichsbahnwagen zieht der Motor auch mit etwas Mühe. Es geht, aber ja, und schon hört sie auf, ne? Da wird jetzt wahrscheinlich der Akku leer sein.